Das war bestimmt einer der schönsten Termine in den vergangenen Tagen und Wochen, im Klosterwald zu sein mit Schülerinnen und Schülern und Eichensetzlinge, 2 Jahre alte, ins Erdreich zu bringen. Fridays for Future ist ein Herzensanliegen für mich. Bewahrung der Schöpfung. Und das ist eben nicht nur, ich will mal sagen, gute Parolen sagen und auf die Straße gehen. Das ist wichtig, entscheidend. Aber es ist auch wichtig, in den Wald zu gehen. Und für die kommenden Generationen daran mitzuarbeiten, dass es auch in Zukunft Wälder gibt. Und wir haben 5 Jahre, schwierige Jahre, zum Beispiel für den Wald hinter uns mit den trockenen Jahren, mit dem Borkenkäfer und jetzt in jüngster Vergangenheit mit den großen Stürmen. Und da ein ganz kleines Zeichen zu setzen, in Gemeinschaft die Zukunft des Waldes, wie soll man sagen, möglich werden zu lassen, ohne dass wir das Resultat einst sehen werden. Große, 100 Jahre alte Eichen. Das ist eine wunderbare Aufgabe.